Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einem Book Talk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, heute geht es um das Buch Die Mitternachtsbibliothek. Allerdings ist das hier keine Rezension, sondern ein Book Talk. Das heißt, ich werde detailliert auf den Inhalt, auf die Wendungen, auf das Buch selbst, auf die Protagonistin und alles eingehen. Das heißt, ich muss hier natürlich jetzt sofort eine Spoilerwarnung aussprechen. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, sollte sich das Video vielleicht erst ansehen, wenn er es gelesen hat. Und wer auch absolut keine Spoiler abhaben kann, sollte sich das Video wirklich nicht ansehen, wenn er das Buch noch nicht gelesen hat. Dieses Video ist quasi ein Diskurs für alle die, die das Buch auch gelesen haben und vielleicht auch ein oder zwei Problemchen damit haben oder vielleicht auch für die Leute, die es geliebt haben und einfach mit mir unten in den Kommentaren in einen kleinen Diskurs zu treten. Denn, wie ihr vielleicht schon raushören konntet, hatte ich so einige Probleme mit diesem Buch und habe auch so einige Kritikpunkte an das Buch und ich habe so einen krassen Redebedarf, dass ich gedacht habe, ich mache einen kleinen Book-Talk darüber und spreche einfach mit euch darüber, was ich an diesem Buch so schlecht fand und weshalb es für mich tatsächlich fast zu einem Jahresflop 2021 geworden ist. Ja, ihr Lieben, das ist tatsächlich mal eines der wenigen Videos, in denen ich so ein bisschen mir was aufgeschrieben habe, um nicht so komplett weirdes Zeug zu erzählen und abzudriften. Also ich möchte halt euch wirklich so ein bisschen Punkt um Punkt berichten, was ich für Kritik an dem Buch habe und was ich tatsächlich nicht mochte und warum es für mich zu einem sehr problematischen Buch gehört, wo ich auch finde, dass einiges nicht sonderlich gut rübergebracht ist und dass auch irgendwie so das Ende und das Fazit und die Moral des Buches irgendwie für mich eigentlich ja nicht zu der Art der Geschichte oder zu der Protagonistin passen. In diesem Buch geht es um Nora. Nora ist eine Person, die zwar unfassbar gut in vielen Dingen ist, also sie hat Philosophie studiert, sie war als Jugendliche eine gute Schwimmerin, sie hatte so viele Pläne für sich selbst, sie war mal Sängerin in einer Band mit ihrem Bruder, hat aber nichts auf die Reihe gekriegt. Also ihr Leben ist komplett irgendwie im Nichts verlaufen. Jetzt ist sie in einer Wohnung, ihr Kater ist gestorben, sie ist gefeuert worden von dem, was sie gerade berufstechnisch macht. Sie hat kaum Freunde, ihr Bruder spricht nicht mehr mit ihr, ihre Eltern sind, glaube ich, beide tot. Und deswegen beschließt sie auch aufgrund einer Depression, sich am Ende des ersten Tages, den wir hier vorgestellt bekommen, das Leben zu nehmen mit Antidepressiva. Das ist quasi der Ausgangspunkt der Geschichte. Dann landet unsere Protagonistin allerdings, anstatt zu sterben, in der Mitternachtsbibliothek. Eine Mitternachtsbibliothek ist quasi ein Zwischenort, an dem man landet, wenn man eben gerade stirbt. Und sie hat jetzt die Möglichkeit, zwischen all diesen Büchern, die in dieser Bibliothek stehen, Alternativleben auszutesten. Denn diese Bücher sind quasi ja, Bücher oder Leben, in denen sie andere Entscheidungen getroffen hat, ja. Das heißt, das Leben, in dem sie entschieden hat, Sängerin zu bleiben, das Leben, in dem sie entschieden hat, weiter zu schwimmen, das Leben, in dem sie entschieden hat, Gletscherforscherin zu werden und so weiter. So, an sich eine total coole, spannende Sache, würde ich mal behaupten. Das ist so der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte und jetzt startet Nora eben damit, Leben zu testen, in denen sie ihrer Ansicht nach wahrscheinlich bessere Entscheidungen getroffen hätte als in ihrem richtigen Leben. So, das ist so grob gesagt der Inhalt. Und jetzt kommen wir aber zu meinen Kritikpunkten. Nora hat eine Depression. Und das war für mich tatsächlich einer der größten Punkte in diesem Buch, die meiner Ansicht nach komplett falsch umgesetzt worden sind. Ich bin keine Psychologin, Leute, ne? Ich habe von Depressionen nicht viel Ahnung. Ich kenne niemanden, der depressiv ist. Ich bin tatsächlich mit niemandem im Kontakt, der depressiv ist. Ich kenne mich dementsprechend mit dem Thema nicht so krass aus. Allerdings ist das hier ein Buch, wo wir eine Person haben, die Depressionen hat, die quasi durch diese Mitternachtsbibliothek immer wieder mit verschiedenen Weisheiten, Alltagsweisheiten, Binsenweisheiten konfrontiert wird und dadurch tatsächlich im Endeffekt von ihrer Depression in Anführungszeichen geheilt wird. Und das war einfach eine Sache, die ich unglaublich unrealistisch fand. Diese Person bringt sich um am Anfang dieses Buches, ja? Und wird wegen solcher Sprüche wie,
Ja, man lebt nur einmal und leb in den Tag hinein. Es wird immer was Schönes dabei rauskommen. Und vergiss einfach die Dinge, die du bereust. Es gibt nichts zu bereuen. Leb einfach dein Leben. Dadurch kommt sie zum Schluss aus ihrer Depression heraus und wird quasi geheilt. Das war für mich einfach eine Sache, wo ich mir so gedacht habe, ist das nicht für jeden Depressiven eine Art Schlag ins Gesicht, wenn er das Buch liest? Natürlich kann ich das in irgendeiner Form nicht unbedingt beurteilen, weil ich, wie gesagt, selbst keine Depressionen habe. Aber ich habe natürlich versucht, in irgendeiner Form nachvollziehen zu können, wie man sich fühlen muss, wenn man Depressionen hat. Man fühlt sich ja wahrscheinlich ziellos, traurig, einsam, man sieht keine Hoffnung. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dann so etwas wie, oh, es wird schon alles wieder gut und du darfst einfach nur nichts bereuen, demjenigen dann groß eine Hilfe wäre. Das ist eine Sache, wo ich da so saß und mir so dachte, wie kann das jetzt zum Happy End führen? Wie kann das jetzt das Mittel sein, dass Nora hier nützlich ist? Also Leute, das war für mich wirklich total unverständlich. Und das ist halt eben das, worauf das Buch hinausgelaufen ist. Und da war ich so, ich finde das total unverständlich und war total enttäuscht, weil der Autor ja selbst an Depressionen leidet und ich einfach davon ausgegangen war, dass er weiß, wie er mit dem Thema umzugehen hat und das auf eine viel logischere Art und Weise lösen würde, was er meiner Ansicht nach aber leider nicht getan hat. Zudem, und das habe ich erst nachdem ich das Buch gelesen habe, erfahren, hat der Autor danach in einem Statement gesagt, weil sich wahrscheinlich viele Leute darüber aufgeregt haben, wie er hier mit der Art der Depression umgegangen ist, dass er ja in dem Buch eine situative Depression behandelt, dass Nora eine situative Depression hat. Und jetzt frage ich euch, wisst ihr, was das ist? Könnt ihr damit was anfangen? Mir ging es genauso. Ich konnte es nicht. Ich bin halt nun mal, wie ich ja eben schon gesagt habe, keine Psychologin. Ich habe keine Ahnung davon, welche Arten von Depressionen es gibt und wie die sich äußern. Und man muss ja auch sagen, dass das natürlich alles Stereotypen sind und dass auch nicht immer alles nach einem Schema verlaufen kann. Aber anscheinend wollte der Autor damit halt so ein bisschen rechtfertigen, dass Nora eben durch diese Alltagsweisheiten geheilt wird, weil das anscheinend bei einer situativen Depression geht. Ich konnte mir das nicht so richtig erklären, für mich war das auch im Nachhinein nicht wirklich logisch, aber so versuchte er sich halt irgendwie zu erläutern, zu erklären, hat bei mir nicht sonderlich viel gebracht. Denn, und das muss ich sagen, der Begriff fällt zwar hier in dem Buch, ganz am Anfang fällt der Begriff, dass sie eine situative Depression hat, aber als Leser, der keinerlei Beschreibung bekommt. Hier in dem Buch gibt es keine Beschreibung davon, was eine situative Depression ist. Konnte ich damit natürlich nichts anfangen. Eine situative Depression, ich kann es immer noch nicht so richtig erklären, ist wohl eine Depression, die sich anhand von vielen, vielen Situationen, in denen derjenige Depressive schlechte Erfahrungen gemacht hat oder halt einfach Enttäuschungen erleidet, reinkommt. Und wenn das Ganze eben nicht mehr ist und diese ganzen Situationen aufgelöst werden, dann geht es demjenigen wieder gut. So erkläre ich mir das. Das ist eine ganz, ganz, ganz einfache Erklärung für etwas, das wahrscheinlich hochkomplex ist und ein normalsterbliches Wesen, das eben keine Ahnung davon hat, wahrscheinlich niemals verstehen wird. Und ich finde es halt einfach unfassbar, dass der Autor diesen Begriff hier in das Buch reinhaut und einfach annimmt, dass der Leser weiß, was er damit anzufangen hat, was definitiv nicht der Fall ist. Deswegen war das für mich einfach eine Depression und ich gehe davon aus, dass es für jeden Leser, der das liest, einfach eine Depression gewesen ist, weil er mit dieser situativen Depression nichts anfangen kann, weil den Begriff halt einfach niemand kennt, der keine Beschreibung im Buch bekommt und die bekommt man nicht. Also das war für mich halt so, dass ich mir so dachte, wie kann er das denn voraussetzen? Ja, also das ist so, soll man sich vorher ein Sachbuch dazu durchlesen, damit man das hier verstehen kann? Also das war für mich so ein bisschen. Es ist ja cool, dass er eine Erklärung abgibt, aber wenn er das im Buch nicht erklärt, bringt es dem Leser nichts. Ich fand das so schade, Leute. Und dazu noch so ein kleines Zwischenfazit, sag ich jetzt mal. Ich liebe den Autor, bitte. Also glaub mir, wenn ich sage, dass er einer meiner absoluten Favoriten ist. Ich finde ihn ganz, ganz toll, auch dass er überhaupt weiter schreibt, wo er ja wirklich an Depressionen leidet oder gelitten hat. Ich glaube, dass das auch oft phasenweise auftritt, aber wie gesagt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Es ist auf jeden Fall eine Krankheit, die einen sehr, sehr krass ja, runterziehen kann und einen zu Taten zwingen kann, weil man traurig ist, sich einsam fühlt und keine Hoffnung mehr sieht. Und
Ich mag den Autor eigentlich unfassbar gerne. Ich habe ihn halt unter komplett anderem Kontext kennengelernt. Ich habe ja Ich und die Menschen gelesen. Ein unfassbar humorvolles Buch, was irgendwie so ein bisschen satirisch auch ist, sarkastisch und ironisch. Und ich fand das damals so toll. Sein Schreibstil und das, was er schreibt, hat sich komplett gewandelt. Also er schreibt jetzt eher melancholische und ernstere Bücher und Themen. Hat ja in Wie man die Zeit anhält auch ein wirklich sehr poetisches, melancholisches Buch verfasst, sag ich jetzt mal, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Aber man hat schon gemerkt, dass seine Bücher sich sehr wandeln und dass er jetzt was ganz anderes macht, als er mit damals Ich und die Menschen gemacht hat. Und dementsprechend so ist das hier natürlich auch. Ich meine, das weiß man schon, bevor man es liest, denn es geht um Depressionen und um Tod und so weiter. Aber trotzdem, wie er mit dem Thema umgegangen ist, war für mich sehr unverständlich, weil ich halt einfach dachte, dass er, der selbst an Depressionen leidet, vielleicht einfach anders mit dem Thema umgeht. Das war für mich so ein bisschen okay, gut, also kann er machen, aber es war für mich halt einfach nicht so passend. Ja, dann kommt halt noch dazu, dass die Protagonistin absolut unnahbar ist. Also man kann diese Protagonistin eigentlich, man kann sich mit ihr emotional, man kommt nicht mit ihr auf eine Ebene, man kommt ihr nie näher. Also das war auf jeden Fall bei mir der Fall. Ich habe keine Ahnung, ob das gewollt war, dass man sich einfach nicht wirklich mit ihr identifizieren kann oder dass sie auch so unnahbar ist und man nie in irgendeiner Form emotional mit ihr mitfühlen kann. So war es bei mir auf jeden Fall. Ich habe auch mit mehreren Leuten gesprochen, die das auch so gesehen haben und ich war einfach so ein bisschen, ja, es war schade, dass man noch nicht mal so das Gefühl hatte, dass man sich krass in sie hineinversetzen kann. Wie gesagt, das ist natürlich eine komplette persönliche Einstellung. Bei mir hat das nicht geklappt. Es kann natürlich sein, dass es anderen komplett anders gegangen ist, aber ich habe irgendwie keine Bindung zur Protagonistin aufbauen können, was natürlich super schade war. Jetzt kommen wir mal zu den Leben, in die Nora reinschlüpft. Denn es geht ja eigentlich darum, dass sie diese Leben erforscht und herausfinden will, ob sie in denen bessere Entscheidungen getroffen hat und ob diese Leben cool verlaufen werden. Und Leute, da war natürlich so der Punkt, dass man irgendwie von Anfang an schon wusste, in welche Leben sie eintauchen würde. Natürlich in das Leben, wo sie Schwimmerin geblieben wäre. Natürlich das Leben, in dem sie weiterhin in der Band gespielt hätte. Natürlich das Leben, in dem sie Gletscherforscherin gewesen wäre. Natürlich das Leben, in dem sie mit ihrem Ex-Freund noch weiter zusammen gewesen wäre und ihn geheiratet hat. Man wusste das alles durch die zwei, drei Kapitel vorher, wo man ihr Leben erklärt bekommen hat. Also es war jetzt nichts Ungewöhnliches und oder etwas dabei, wo man total überrascht gewesen wäre. Also es war total klar, welche Leben sie sich aussuchen würde. Da so ein bisschen auch die Vorhersehbarkeit des Buches und dazu kommt noch etwas von für mich, ich wirklich Leute, es ist komplett individuell, ne? Aber für mich war nach 50 Seiten klar, wie das Buch ausgehen würde. Und ab diesem Punkt an fand ich es nur noch konstruiert. Mir war nach 50 Seiten klar, dass sie zum Schluss in ihr eigenes Leben zurückkehren würde. Ich wusste schon von dem Punkt an, bevor sie in irgendein Leben eintauchen würde, dass sie keines dieser Leben wählen würde und wieder in ihr eigenes Leben zurückkehren würde. Das war für mich vorhersehbar nach Seite 50. Und genauso ist es ja dann im Endeffekt auch gekommen. Und diese Vorhersehbarkeit und danach diese konstruierte Suche nach einem Leben, das sie niemals finden wird, weil es darauf hinausläuft, dass sie in ihr eigenes Leben zurückkehrt, das war für mich halt einfach so eine Sache, die habe ich gelesen, aber die war mir klar. Ja, also der Autor, es lief von Anfang an darauf hinaus. Deswegen war es auch vorhersehbar, dass keines der Leben passen würde und dass sie auch gar nicht die Chance oder die Möglichkeit hat, in einem der anderen Leben zu bleiben. Und das fand ich sehr, sehr schade. Das fand ich sehr, sehr schade. Zudem kommt, dass jedes dieser Leben meiner Ansicht nach Schema F verlaufen ist. Sie steigt da ein, sie ist der Mega-Überflieger schlechthin, also sie hat was Mega-Geiles aus ihrem Leben gemacht. Olympiasiegerin, mega berühmt, eine krass berühmte Band, sie wird verfolgt von Stalkern und Fans und dies und das. Gletscherforscherin, Wissenschaftlerin auf einem Schiff hier in der Antarktis, whatever. Also in jedem Leben hat sie natürlich das Beste aus dem gemacht, was sie früher schon konnte. Also sie ist in jedem Leben, wo sie dann die mögliche Entscheidung getroffen hat, ist sie der Überflieger schlechthin gewesen, was ich auch sehr unrealistisch fand. Und trotzdem ist sie in keinem dieser Leben geblieben, weil die Logik der Mitternachtsbibliothek sagt, sobald du einen enttäuschenden Moment hast, fliegst du aus diesem Leben raus, weil dann kann es ja nicht passen. Und da stelle ich euch mal eine Frage, Leute, wart ihr in eurem Leben schon mal enttäuscht? Und ganz ehrlich, jeder von euch da draußen wird sagen, ja, weil Enttäuschung zum Leben dazugehört. Enttäuschung ist etwas ganz Normales und ohne Enttäuschung kommt ein Leben nicht aus. Und das macht die komplette Mitternachtsbibliothek zu einem unlogischen Konstrukt. Denn die Mitternachtsbibliothek besagt ja, du kannst in jedes deiner Alternativleben kannst du eintauschen.
Aber du wirst niemals drinbleiben können. Und das, obwohl ja von Anfang an gesagt wird, ja, du hast die Möglichkeit, dir davon eins auszusuchen. Du hast die Möglichkeit, in einem dieser Leben drin zu bleiben. Nein, hat sie de facto nicht. Denn man wird in jedem Leben Enttäuschung erfahren, egal wie lange man sich darin befindet. Egal, ob sie ein Leben hat, das ihr gefällt oder nicht, irgendwann wird man immer mal enttäuscht werden. Das heißt, sie kann in keinem dieser Alternativleben bleiben. Und versteht ihr, das ist diese Konstruiertheit, die ich meinte. Das ist einfach so gemacht, dass sie nicht in diesem Leben bleiben kann. Egal, wie sehr sie es versucht. Und das fand ich einfach, da habe ich dann so gedacht, ja gut, aber dann ist doch diese ganze Mitternachtsbibliothek einfach nur für ein A. Weil sie wird nirgends bleiben können. Weil Enttäuschung erfährt man immer irgendwann mal. Also, ne, und da war dann natürlich der Punkt bestätigt, wo ich gesagt habe, sie wird sowieso in ihr eigenes Leben zurückkehren. Das war klar. Und das wurde dann halt dadurch auch einfach immer deutlicher. Ja, und dann kommen wir zu einer Sache, die ich auch unfassbar schwierig aufgenommen habe und wo ich mich tatsächlich auch im Nachhinein sehr drüber aufgeregt habe, Leute. Und zwar ist das die Tatsache, dass Nora, wenn sie in eine Alternativwelt eintaucht, quasi ja auch in eine alternative Nora eintaucht. Sie übernimmt dort keinerlei Erinnerungen, das heißt, sie muss sich wirklich selbst erarbeiten, wer sind die Personen, mit denen ich hier Kontakt habe, was mache ich in diesem Leben eigentlich genau, was ist mit meiner Familie passiert in diesem Leben. Also es ist nicht so, als dass sie die Erinnerungen von dieser Alternativ-Nora übernimmt. Nein, sie steigt ein, sie weiß nichts über dieses Leben und muss sich das nach und nach selbst erarbeiten. Und dann trifft sie tatsächlich irgendwann auch einen Springer oder Slider, nennt er solche Art von Person, der das eben auch macht. Er ist in keiner Mitternachtsbibliothek, sondern in einer Videothek, weil das natürlich auf das jeweilige Leben abgestimmt ist. Er liegt wohl irgendwo im Koma und kann sich jetzt auch in seinen Alternativwelten austoben und gucken, was ihm so gefällt. Der erklärt Nora jetzt, was denn mit den Alternativ-Noras passiert, in die sie hineinschlüpft. Und zwar sagt er, ja, das ist wie, du hast es doch bestimmt schon mal gehabt, dass du durch eine Tür gegangen bist und plötzlich vollkommen vergessen hast, was du machen wolltest. Und so einen kleinen wirren Moment hat dann die Alternativ-Nora in dem Moment auch. Und Leute, da ist bei mir der Groschen gefallen. Sie stiehlt also anderen Personen das Leben, in dem sie in diese Alternativwelten eintaucht. Und da war für mich alles vorbei. Das war für mich so ein Punkt, über den habe ich mich dermaßen aufgeregt, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denn sie ist in manchen Leben über Wochen, eine Person, sie schlüpft da rein, sie kennt niemanden, sie kennt weder ihr Kind, noch ihren Mann, noch die Nachbarn, niemanden. Nach Wochen hat sie einen enttäuschenden Moment und geht wieder zurück in die Mitternachtsbibliothek und hat dann quasi wochenlang der realen Nora aus dieser Welt das Leben geklaut. Das war für mich der schlimmste Punkt an diesem Buch. Das hat für mich einfach, ich habe mir so gedacht, das kann nicht wahr sein. Und sie hat ja in einem dieser Leben diesen Slider kennengelernt, diesen Typ, der das eben auch so macht, mit dem sie dann auch geschlafen hat. Das war für mich einer der unlogischsten Punkte schlechthin, dass sie mit dem einfach in die Kiste gehüpft ist. Der ihr dann auch noch erzählt hat, wie toll das doch ist. Er liegt irgendwo im Koma wahrscheinlich und hüpft in über 300 Leben rum und erzählt ihr, das ist nicht so schlimm. Also in einem bin ich mal einen Monat, in dem anderen mal einen Tag, in dem anderen mal nur eine Stunde. Und ich saß da so und dachte mir so, ja, und das ist in Ordnung, so vielen Alternativpersonen das Leben zu klauen und dann einfach mal zu testen, wie man sich selbst da fühlt. Und das, obwohl ja die Logik der Mitternachtsbibliothek gar nicht zulässt, dass man in diesem Leben verweilen kann, weil man irgendwann durch die Enttäuschung wieder zurück in die Mitternachtsbibliothek gelangen wird. Also das hat mir dann tatsächlich den Garaus ausgemacht. Da war bei mir ein Punkt gekommen, wo ich mir so gedacht habe, ne, also jetzt kann nichts mehr passieren, dass ich das Buch noch mögen könnte. Also da war ich wirklich so. Da habe ich mir gedacht, nee, also das kann doch nicht der Punkt dieser Geschichte sein. Also das, Leute, das hat mich wirklich, ich war da wirklich an manchen Stellen, war ich so aufgeregt und so genervt, weil ich mir so gedacht habe, in welche Richtung geht das denn jetzt hier eigentlich? Eigentlich sollte das ja nur eine Geschichte sein von Nora, die so ihren Weg findet, zum Schluss merkt, dass sie eigentlich nichts zu bereuen hat in ihrem Leben und dass sie trotzdem noch was aus ihrem Leben machen kann und dann zum Schluss nicht mehr depressiv ist und dann wirklich ihr Leben so anpackt und dann auch macht und, ne? Aber mit diesem ganzen Drumherum, mit diesem ganzen Logikfehlern und diese ganze Mitternachtsbibliothek ist ja unlogisch, weil sie in keinem dieser Leben wird bleiben können, weil das einfach von der Logik her, wie es funktioniert, niemals funktionieren kann und auch vom Autor so konstruiert ist, dass es darauf hinausläuft, dass sie in ihr Leben zurück möchte.
somit ist ja quasi der ganze Plot aufgehoben. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß nicht. Ja, ihr Lieben, das war ein relativ langer Booktalk. Es ist aber auch ein Buch, über das ich mich sehr aufgeregt habe. Und ich will jetzt auch gar nicht, dass das wie ein Hate-Video rüberkommt. Es ist halt deswegen ein Booktalk, weil ich mich drüber aussprechen möchte. Ich möchte halt einfach erfahren, ob ihr das auch so gelesen habt, ob ihr da auch so viele Probleme mit hattet oder ob ihr das vielleicht ganz anders gelesen habt. Denn dieses Buch lässt unheimlich viel Raum für eigene Interpretation und dafür seine eigene Logik zu finden und sehr, sehr, sehr krasse philosophische Gespräche darüber zu führen. Denn ihr müsst wissen, ich habe das Ganze in einer Leserunde gelesen mit noch ein paar anderen Mädels. Wir waren zwar eigentlich alle durchgängig derselben Ansicht über das Buch. Also wir haben alle eigentlich im Endeffekt gesagt, gerade auch wie mit dem Thema Depression umgegangen worden ist, dass das überhaupt nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben und auch alles andere als gut finden. Aber es war einfach total krass, was für philosophische Gedanken und Gespräche wir im Endeffekt über das Buch führen konnten. Also das war das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist, dass es eben ein Buch ist, über das man unfassbar krasse, lange Gespräche führen kann, weil es einfach in so eine philosophische Richtung geht, gerade auch wie diese Mitternachtsbibliothek aufgebaut ist. Und wir haben uns natürlich auch vorgestellt, wenn das anders gemacht worden wäre, diese Mitternachtsbibliothek einfach anders konstruiert gewesen wäre, anders aufgebaut worden wäre, dass das ein unfassbar tolles Buch hätte sein können, wenn sie einfach wirklich diese Leben hätte übernehmen können, was ja de facto nach der Logik dieser Mitternachtsbibliothek nicht geht, aber wenn sie wirklich nach und nach die Erinnerungen übernommen hätte und zu der Nora in der Alternativwelt geworden wäre, dann wäre das für mich ein Punkt gewesen, den ich hätte annehmen können, wenn sie quasi so eine Art Verschmelzung stattgefunden wäre, dass sie in ein Leben eingetaucht wäre, die Erinnerungen wären nach und nach hochgekommen, sie wäre wirklich dort angekommen und hätte wirklich die Möglichkeit gehabt, in eines dieser Leben einzutauchen. Das wäre für mich eine Sache gewesen, die hätte Logik gehabt, die hätte mich nicht so sehr abgestoßen wegen dieser ganzen Leben-Clown-Sache und die wäre auch einfach logischer gewesen, weil sie dann wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, in eines dieser Leben einzutauchen und nicht gezwungen worden wäre, zum Schluss in ihr eigenes Leben zurückzuwollen, weil sie natürlich keine andere Möglichkeit hat, weil es nicht geht nach der Logik, die wir hier vorfinden. Und für mich wäre es halt einfach spannender gewesen, wenn sie halt aus eigenen Stücken gesagt hätte, ich will in mein Leben zurück, anstatt dieses gezwungenermaßen tun zu müssen. Weil dann trotzdem die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich bleibe jetzt aber in einer dieser Alternativwelten, die wird ihr hier ja komplett genommen durch diese ganzen Umstände, ne? Und das finde ich halt einfach sehr schade, weil so eben, wie gesagt, von Anfang an klar war, wie das Buch ausgehen würde und es dann im Endeffekt halt einfach sehr konstruiert gewirkt hat und für mich einfach keine überraschenden Wendungen mehr bereitgehalten hat, weil das klar war und da war nichts Überraschendes mehr, weil man wusste, wie es ausgeht. Das wusste man einfach. Ja, ihr Lieben, mein kleiner, aber feiner Booktalk zu diesem Buch. Ich bin sehr gespannt über eure Meinung. Also, wie gesagt, ich glaube, es gibt sehr, sehr ambivalente Meinungen dazu. Ich und meine Leserunde oder die Mädels aus der Leserunde, wir waren uns eigentlich alle durchweg einig, dass das so nicht so ganz dolle war und ich wirklich, als ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, sind mir immer mehr Punkte eingefallen, wo ich gesagt habe, nee, damit bin ich nicht konform, finde das nicht gut umgesetzt, finde das nicht gut gemacht, finde, ist mit dem Thema nicht gut umgegangen worden und das von einem meiner absoluten Lieblingsautoren, das war natürlich nochmal mehr eine Enttäuschung, sag ich jetzt mal und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euch das Buch gefallen hat und ob ihr vielleicht etwas viel besser gefunden habt als ich jetzt mal. Und ja, vielleicht können wir ja einen schönen Diskurs unten in den Kommentaren führen. Es wäre super, wenn keiner Hate-Kommentar hier lassen wird. Man kann erkennen, dass das Ganze hier eine Negativmeinung zu dem Buch ist. Deswegen, ja, falls euch das Video nicht gefallen hat, weil ihr einfach denkt, dass ich eurer Meinung sein müsste und das Buch lieben müsste, dann lasst bitte keinen Kommentar da, sowas brauche ich ehrlich nicht. Jeder hat seine Meinung und das ist alles Geschmackssache. Deswegen finde ich es natürlich super, wenn euch das Buch gefallen hat. Ich gönne es jedem, das Geld nicht umsonst ausgegeben zu haben. Aber wenn ihr einfach nur unter meinem Kommentar haten wollt, weil ich das Buch nicht mochte, obwohl ihr es mochtet, dann lasst es bitte einfach bleiben und guckt euch eine andere Rezension dazu an, wo jemand das Buch gefeiert hat, weil das bringt sonst hier, glaube ich, nichts, aber wenn ihr auf einen ehrlichen Diskurs
Bock habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin auch natürlich über konstruktive Kritik immer sehr erfreut. Und mit jedem, der menschlich in die Kommentare schreibt, kann ich auch sehr, sehr gut antworten. Und freue mich einfach darüber, mit euch zu diskutieren, was ihr toll fandet, was ich schlecht fand. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der mich vielleicht überzeugen kann, dass irgendwas doch anders gemeint war, dass der Autor irgendwas vielleicht anders herausfiltern wollte, was ich einfach nicht gesehen habe. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!